Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800 freier Modus hier auf unserer kleinen Insel Radarbrück. Und ich sehe gerade, irgendwie haben wir ganz schön Bauern. Kann das sein? Ist ja merkwürdig. Na gut, ich habe jetzt... Ah, stimmt, hier drüben haben wir nochmal ein paar Felder gebaut, ne, hier auf der Insel. Ja gut, ist es noch nicht besorgniserregend, 700 Leute da in der Reserve, das ist ja... voll in Ordnung. Wir müssen uns eher Gedanken machen hier, ne? Wir haben eine große Schicht an Arbeitslosen, die alle nicht beschäftigt sind, im Grunde. Ne? Also von daher, ja, funktioniert alles. Das ist unser Schlachtkreuzer. Ja, wir brauchen jetzt eigentlich mal noch ein bisschen mehr Einfluss, damit wir mehr Schiffe bauen können. Und allgemein uns ein bisschen weiter entwickeln können. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir uns nicht mehr so weit, also nicht so viel entwickeln oder weiterentwickeln von den Inseln her. Aber trotzdem halt immer wieder das mit der Zeitung haben und dadurch, dass ich da immer schön am Lektorieren bin, ist das natürlich ein bisschen doof. So, archäologische Expedition, die haben ja... Oh, die sind zurück. Das ist geil. Oh, geil. Richtig gut. Lol, wo ist der denn angekommen? Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist ja kacke. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Genau, jetzt ist das Problem wieder, ist, wir müssen lektorieren. Schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Rivale erlebt totale Niederlage. Willi Wilbesorg hat in der letzten Mission endgültig kapitiert. Hai umkreisen ist den Leichnam der untergegangenen Handelsumzehrung. Und wenn sich darauf verzogen hat, können wir besser beurteilen, wie das, was dies für uns bedeutet. So, wir haben ja den Gar ausgemacht. Und insofern, ja, können wir aber so erstmal veröffentlichen. Ist jetzt nicht das riesige Problem. Ja, muss ich aber mal gucken, dass ich die Sachen hier runter nach Radarbrück kriege. Das bedeutet... Ich schicke die Fregatte da mal kurz hoch, damit die Sachen hier abholt. Ja, und sonst haben wir gerade keine Expedition offen. Was können wir hier alles... Ah, guck mal, hier könnten wir noch Pelze. Aber Pelze haben wir doch eigentlich im Grunde genug, oder? Ich schaue nochmal kurz rein. Alter, mal, Pelze müssten wir genug haben. Ja, Pelze haben wir genug. Es mangelt bloß ein wenig an Baumwollstoff. Ja, okay. So, hier haben wir die beiden Schlachtkreuzer, die repariert sind. Ich finde aber noch merkwürdig, dass dieses Schiff von hier steht. Eigentlich sollte er schon längst weg sein. Aber gut. Hier hätten wir noch ein paar Clipper, ne? Die kann ich aber alle nicht kaufen, weil ich nicht keinen Einfluss habe. Ach, Kacke. Katapultieren Sie sich idealerweise, hält man seine Versprechen. Ich habe nie ein Versprechen gegeben, also beruhig dich mal. So. Ja, guck mal, jetzt fängt ihr hier doch an zu bauen. Ich habe das Gefühl, die bauen irgendwann nur noch das, was sie auch wirklich für ihre Hauptinseln brauchen. Ich meine, die Computergegner arbeiten ja strikt nach einem errechneten Plan. Insofern. Was ich gerade tatsächlich ein bisschen schade finde, was sich hier eigentlich voll anbieten würde für diese Weltausstellung, dass man hier Leute sieht, die auf dem Gelände arbeiten. Im Grunde sieht man jetzt hier nur diese Baugrube und dann, sobald das wahrscheinlich abgelaufen ist, diese Zeitspanne hier, die 30 Minuten oder wie lange das dauert, dann macht plötzlich so plopp und dann steht da was. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, das haben wir ja selbst schon in Siedler vor 50 Jahren. Okay, 50 Jahre ist ein bisschen übertrieben. Vor 10 Jahren, 15 Jahren. Da hat man ja schon Animationen gehabt, wie die Bauarbeiter dann dran standen. Das verstanden sie immer an der gleichen Ecke, haben immer mit dem Hammer da drauf gehauen. Aber sie haben was gemacht. Und dadurch ist dann irgendwann so ein... Ist das Gebäude ja größer geworden. Man hat ja erst ein Gerüst gesehen. Oder erst war da gar nichts. Dann ein paar Teile, dann ein bisschen mehr. Und am Ende stand dann ein Haus. Und man hat da so ein bisschen Baufortschritt mitgekriegt. Finde ich schade, dass es hier für diese Weltausstellung drin ist. Ich meine, sonst allgemein bei Anno hat man nie so einen großen Baufortschritt gesehen, wenn man irgendwas gebaut hat. Aber
Weltausstellung, ne? Das ist halt das Nonplusultra, was du eigentlich bauen kannst. Von daher sollte man da eigentlich schon ja, was hinkriegen, finde ich. So, warte mal. Wir haben unsere beiden Expeditionsschiffe, die stehen hier, ne? Dies da und das da. Dies da und das da, ne? Auch gut. Das ist die Desdemona und die Hippopotamus, ne? Ja, perfekt. So, dann schicke ich nochmal ein Schiff los. Wo ist denn meine Hippopotamus? Da ist die Desdemona. Wir brauchen Redegabe, Gefechtskunde, Navigation. Ich glaube, dass die Hippopotamus momentan besser ausgerüstet. Kann das sein? Genau, wir haben Gefechtskunde und Navigation. Navigation, Gefechtskunde, alles gut. Redegabe, jo, perfekt. Schick die los. So, jetzt die Frage, ob wir demnächst auch nochmal einen Schlachtkreuzer losschicken. Als... Schlachtkreuzer bereit. Ja, die Pharao. Guck mal, wir nehmen jetzt die Pharao. Die Pharao wird jetzt auch noch ein neues Expeditionsschiff für die richtig brenzligen Sachen. Weil ich bin der Meinung, allein, dass es einen Schlachtkreuzer gibt, gibt es eine Menge Gefechtskunde. Daher, ich packe die ganzen Sachen mal rüber. Desdemona, du hast gute Dinge getan. Du darfst jetzt der normalen Flotte wieder beitreten. Und die Pharao ist jetzt unser neues Expeditionsschiff. So, irgendwo ist ein Feuer ausgebrochen. In Radarbrück. Ja gut, das ist jetzt aber, ne? Das ist ja mitten im Umkreis von drei Feuerwehren. Eins, zwei und die dritte Feuerwehr muss ja auch irgendwo stehen. Lol, habe ich keine weiteren Feuerwehren mehr stehen. Ich meine, das ganze Stadtgebiet ist abgedeckt, ja. Aber wo habe ich denn hier eine Feuerwehr stehen? Hier habe ich eine Schule. Ach, da steht die Feuerwehr. Und Feuerwehr, 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 ne? Direkt im Dreieck. Alles gut. Kriegen wir richtig easy hin. So. Ja. Es wächst und gedeiht hier. Das kann ich mal kurz wieder zumachen. Ich brauche hier mal mehr, Alter, Stahlträger, Fenster, Stahlbeton. Brauche ich alles drei. Das kannst du mal theoretisch holen. Was hast du hier? Plus 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Ist nicht schlecht. So. Stahlträger, Fenster, Stahlbeton. Koordinaten eingezeichnet. Schlachtkurs steht. So, du bist auch am Ziel angekommen. Dann packen wir die Sache mal kurz rüber. Die Flammen wurden gelöscht. Bringst du die mal kurz hier hin? Es mangelt an Arbeitskraft. In Kurachao, okay. So, was haben wir denn hier für Sachen gekriegt? Wir haben eine Aureus-Monster und wir haben einen Altar von Upsi Daisy. Upsi Daisy. Hier haben die Manuskripte, hier haben wir Schmuck und sowas. Guck mal, dann packe ich den weiteren Schmuck auch hier hin. Den Altar von Upsi Daisy. Packe ich hier unten hin. Es gibt so vieles, dass ich von ihren bemerkenswerten Sammlungen lernen kann. Ja, das finde ich auch. So, und der Rest kommt. Und ich bin sicher, all diese Schätze werden sehr gut bewacht. Sieht geil aus. Ah, das gibt halt richtig an Kultur, ne? Das ballert richtig. Ne? Schaut euch das Museum an, 337, das ist richtig gut. Was haben wir denn für Unorte? Ruinen, wir haben Ruinen irgendwo. Ist irgendwas abgebrannt? Da, wir haben hier eine Ruine. So, jetzt haben wir keine Unorte mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Ja, die Ölraffinerie, Feierlichkeiten haben wir gerade nicht und Landschaft haben wir nur noch 113. Ja, ist jetzt die Sache, ne? Ich kann natürlich überall wieder hier so ein bisschen was hinstellen. Habe ich ja schon mal gemacht, ne? Überall, wo... Das kann ich ja alles theoretisch noch hochforsten. Mache ich das? Warum stehen hier eigentlich keine Häuser?
So, hier muss man mal kurz gucken, dass ich das auch wieder komplettiere. Und dann brauche ich mehr Investoren. Wie sieht es bei euch aus? Euch fehlen die Pelzmäntel. Ja, okay, ich geh mal kurz in die neue Welt. In die neue Welt. Und war das hier? Nee, du bist zweitrangig. Brauchen wir... Oh, warte mal, das wird mir gerade alles gar nicht angezeigt. Gibt es hier auch Baumwolle? Baumwolle. Es gibt auf beiden Inseln Baumwolle. Das ist doch herrlich. Dann brauchen wir mal zwei neue Schoner. Scheiße, ich habe keine. Ach, kacke, ey. Und warum fehlen hier oben raus? Ach, weil ihr keine Nähmaschine wieder habt. Ja, ja. Okay. Jetzt haben sie auch einmal wieder genug. Ich liebe es, ne? Hier drüben ist eh alles in Ordnung. Erwarten neue Horizonte. Ja, die Augusta, ne? Ich könnte die eigentlich auch einsetzen für den Baumwolltransport. Nur ist ja momentan das Flaggschiff und die Fregatte für andere Sachen zum Transportieren. Insofern machen wir das mal. Heißt an allererster Stelle einmal das Dorf hier aus dem Boden stampfen. So, muss ich noch ein paar Straßen nachziehen, das habe ich eben gerade schon gesehen. Straßen vergessen? Nö, sonst haben wir alle Straßen. Tja. Das ist die Frage, ne? Reiße ich das Ding ab? Habe ich hier Bananen? Ja, ich habe hier Bananen. Guck mal, dann gibt es hier gleich nochmal Fischöl. Weg. Du, da kommst auch weg. Und dann verlegen wir noch hier so ein bisschen noch. Was haben wir hier? Ist eine Goldmine. Ja, die Goldmine ist auch nicht schlecht. Ist das die Augusta schon? Ja, Mensch. Da war ein Tempo drauf. Und dann baue ich hier nochmal ein, zwei Holzfäller hin. So. Da waren so ein bisschen nach hier oben irgendwo. Komm schon. Ja, das reicht ja auch. Ich bin ja hier nicht am Dauerbauen, ne? Also von daher. So, der muss dann bloß hier ein bisschen Bäume ansehen. Das ist ja völlig legitim. Und dann fängt sie natürlich auch mal an mit dem Lagerhaus. Ich setze das Lagerhaus mal bewusst außerhalb der Zone. Ja, komm. So. Dann können wir hier nämlich auch noch eine Goldmine dran bauen. Und das würde dann für die Entwicklung ein riesiger Vorteil sein. Hier haben wir übrigens zwei Lehmvorkommen. Ich weiß noch, habe ich keine Obrechhaus, aber die Lehmvorkommen möchte ich gerne schon mal schließen. Alter, die sind ja im Arsch der Heide, ne? Und dann gibt es hier einmal eine Straße durch. Diese Straße macht meine berühmten Knickse hier. So, dann haben wir da auch die nächste Lehmgrube. Das heißt, hinkommt ein Lagerhaus. Und hier kann ich das direkt in die Ecke stellen. Oh, göttlich! So. Was braucht ihr alles? Ihr braucht Ponchos und die
Bananas. Hier haben wir auch nochmal ein Goldvorkommen. Guck mal, dann können die von hier Gold und Baumwolle exportieren. Dann haben wir hier alle drei Goldvorkommen und dann haben wir da oben, glaube ich, noch irgendwo ein Goldvorkommen. Wir haben hier 5 Goldvorkommen, ne? Also hier können wir richtig viel Gold anbauen. Oder abbauen, besser gesagt. Aber hier unten ziehe ich mal kurz ein paar Bananenplantagen hoch. Aber alles kurz mal nacheinander. Ich baue hier mal wieder völlig legitim den Weg zur Goldmine. Man kennt es nicht anders von mir. Na komm, dann stelle ich das Ding hier so hin. Besser anschließen kann ich das nicht. Oh, jetzt werde ich hier aber verrückt, ne? So. Muss ich den hier aber so legen, dass er da auch rauskommt. Hoffentlich ist das überhaupt genug Platz für 2 Plantagen. Ah, ich denke schon. So. Ich kann nirgends hin damit. Ernsthaft, bin ich doof? Was kann ich für dich tun? Ja, ich bin ernsthaft doof, sehe ich gerade. Das Land erst vor. Na gut, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Auf jeden Fall haben wir da die Bananen. Ich plane hier dann noch mal kurz ein paar Häuser. Da passt keins mehr hin. Komm, das geht auch noch. Ganz ehrlich, wir haben so viel Holz, warum plane ich die denn nur? Das ist doch doppelte Arbeit. Muss nicht sein. Zack, zack. Dann kommt da der einmal die Straße außenrum. Spielstand gespeichert. So, das sind dann die Häuser. Er beschwert sich, dass es nicht genug Holz gibt. Hm, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Haben nämlich nur 3 Holzfäller für 4 Produktionsgebäude da. Ja gut, ne? Kann man jetzt drüber streiten. Aber dann setze ich mal ein Lagerhaus hier so hin.
Es mangelt an Arbeitskraft. Dann kommen hier Küchen hin. So. Tada. Diese 6 Küchen, das ist so in Ordnung. Dann oh, warte mal, vielleicht kann ich hier auch überlasse Beryl ihren Anteil. With what? Das ist ja frech. So, dann könnten wir da auf jeden Fall die Goldmine anschließen. Und dann gibt es hier nochmal ein paar Bananenbauern. Zweiten hinsetzen. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ja, das kann ja kein großes Problem sein. So. Ja, redet mal ein bisschen. Okay, weiter geht's. Du kannst genauso deine Bananenfelder. Muss ja bloß einen Platz lassen. Dann würde ich nur eine Straße lang ziehen. Also kriegst du das so und so. So, kann ich hier. Ja, komm, dabei baue ich dann auch noch eine Plantage hin. Warte mal, ich habe jetzt 4 Bananenplantagen. Eigentlich müssten 4 Bananenplantagen reichen, oder? Wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4. Ne, 3. Und diese 3 Bananenplantagen reichen komplett. Also reichen 4 hier unten auch. Das ist doch gut. Das heißt, dich reiße ich wieder ab und dann stelle ich da die erste Baumwollplantage hin. Da sind die Felder auch ein Tick größer. Eins habt ihr jetzt? Na gut, das reicht. Und dann baust du mir hier die Baumwollweberei hier unten hin. Kann ich die schon upgraden? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, leider nicht. Echt jetzt? Ist die 4x4? So eine Kacke. So, dann haben wir da die Baumwollwebereien. Genau, jetzt brauche ich mehr
Baumwollplantagen. Das mache ich auch wieder so. Ich setze hier unten ein... Okay, ich habe gerade kein Holz mehr auf dieser Insel. Das ist auch nicht schlimm. Ach, ich brauche auch noch die Alpaka-Farm hier vorne. Also hier auf dieser Insel. Vielleicht kann ich die hier vorne noch hinsetzen. Okay, ich brauche erstmal wieder mehr Holz. Gut, das soll es dann aber erstmal für diesen Part gewesen sein, hier auf dieser kleinen Insel. Hier baue ich dann auch noch weiter, das ist ja auch kein Problem. Haben wir hier, Alter, hier haben wir auch 5 Goldvorkommen und 8 Ölvorkommen. Das ist krass. Hier haben wir auch noch die 20 Ölvorkommen, ne? Die Insel müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen erweitern vom Öl her. Es mangelt an Arbeitskraft. 8 Stück habe ich ja da schon. Und dann muss ich mir hier die Ölvorkommen noch alle erschließen. Und da oben auch. Also hier in der neuen Welt haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Oh, Bauphase für die Weltausstellung. Okay, im Moment wurde abgeschlossen. Leute, ich sehe gar nichts. Ernsthaft jetzt? Was brauchen wir denn für die zweite Phase? Achso, da wird sie... Ah, okay. Oh, und auf einmal sind hier auch Arbeiter. Alles klar. So. Wir brauchen Stahlbeton, Stahlträger und Ziegelsteine. Ist jetzt nicht das größte Problem. Das kriegen wir hier relativ schnell auf die Insel. Da kann ich ihn hier direkt schon mal ausladen. So, dann bringe ich ihn wieder zurück. Dann lädt er wieder was ein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem ihr dieses Video angesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, bye bye und tschüss.